Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, alle Jahre wieder der Unterrichtsausfall. Es gibt ein natürliches Interesse des Parlaments, über den Ausmaß von Unterricht und Unterrichtsausfall informiert zu werden. Es ist wichtig zu wissen, ob die Lehrerversorgung ausreicht, um einen planmäßigen Unterricht zu gewährleisten. Schließlich sind wir es, die jedes Jahr entscheiden, wie viel Geld wollen wir in dem Bildungsetat für die Versorgung von Unterricht ausgeben. Deshalb möchten wir selbstverständlich alle gerne wissen, ist das ausreichend oder halt eben nicht. Aus Sicht jeder Opposition ist das Thema Unterrichtsausfall dankbar. Man muss nicht lange erklären, dass Unterrichtsausfall unerfreulich ist, Empörung garantiert. Man kann ohne große Mühe der Regierung Versäumnisse vorwerfen, so wie wir es auch heute erleben. Aber man muss sagen, das wäre im umgekehrten Fall genau das Gleiche. Das Spiel kennen wir ja nicht erst seit 3 oder 4 Jahren, das gehört hier zum Theater dazu. Warum ist es eigentlich sinnvoll, Unterrichtsausfall zu erheben? Zum einen, das wurde in dem Gutachten von Frau Bellenberg deutlich gemacht, wir möchten gerne einen Ländervergleich haben. Wir möchten wissen, wie stehen wir in Nordrhein-Westfalen? Sehr wichtiges Thema. Dafür brauchen wir aber einen gemeinsamen Kriterienkatalog. Ohne diesen sind die Zahlen alles Blendwerk. Da gibt es nichts zu vergleichen. Das heißt, eine Forderung, die man stellen kann, ist auf KMK-Ebene endlich einen gemeinsamen Kriterienkatalog aufzustellen. Was verstehen wir unter Unterrichtsausfall? Der zweite Grund für die Erhebung von Unterrichtsausfall ist die Notwendigkeit, zu schauen, wo es Defizite in der Unterrichtsversorgung gibt. Jetzt haben wir die Ergebnisse einer Stichprobe, deren Aussagekraft fragwürdig ist. Sie entsprechen nicht den Eindrücken vieler Eltern. Über die Gründe für die niedrigen Werte wird hier munter spekuliert. Aber das ist Kaffeesatzleserei und dient nicht der sachlichen Auseinandersetzung. Das war absehbar und eigentlich hätte man sich diese Erhebung auch sparen können. Es wäre gut, wenn wir eine verlässliche Erhebung hätten. Ich erkenne aber an, dass es nicht so leicht ist, wie CDU und FDP hier tun, mit diesem elektronischen Abfragen. Das geht so auf die Schnelle nicht. In der Plenardebatte vor einem Jahr habe ich gesagt, an einer aussagekräftigen Erhebung von Unterrichtsausfall ist weiter zu arbeiten. Vor allem müssen wir aber die Versorgung unserer Schulen mit Lehrern verbessern, um Kolleginnen und Kollegen zu entlasten. Und das gilt heute genauso wie vor einem Jahr. Denn grundlegender als die Erhebung von Unterrichtsausfall ist die Vermeidung von Unterrichtsausfall. Es wird nicht zu verhindern sein, dass hier und da eine einzelne Stunde ausfällt. Das ist aber auch nicht weiter schlimm. Genauer müssen wir dahin schauen, wo Kollegen für längere Zeit nicht an der Schule sind, wo sie ausfallen. Dort muss verlässlich für Vertretung gesorgt werden. Da muss ein kontinuierlicher Unterricht stattfinden. Und das ist das, was Herr Stein gerade sagte mit dem Fall. Da hätte ich einfach die Antwort, die Vertretungsreserve reicht nicht. Ja? Dafür muss ich das aber, dafür muss ich gar nicht diese Unterrichtsausfallstatistik erheben, weil das ist uns doch allen klar. Da fragen wir mal beim Grundschulverband nach und sagt, dann wird da gesagt, dass die Vertretungsreserve der Grundschulen sind ganz regulär in einer Schule unterwegs und wenn es zu einem längerfristigen Ausfall kommt, in Hamm zum Beispiel, stehen diese Leute gar nicht zur Verfügung. Was wir stärker in den Fokus nehmen müssen, ist der strukturelle Unterrichtsausfall. Wenn also Schulen gar nicht in der Lage sind, den Unterricht anzubieten, den die Bildungsgänge vorsehen. Wenn zum Beispiel ein ganzes Jahr der Musikunterricht oder der Sportunterricht ausfällt. Dieser Ausfall wird aber mit keiner dieser Statistiken nachgefragt, die ich für sehr viel schlimmer finde, wie wenn eine Kollegin einen Schnupfen hat. Die FDP fordert in dem Antrag, eine schulscharfe Ausfallstatistik einzuführen. Auch die CDU, Herr Kaiser hat es gerade noch mal bestätigt, möchte das für jede Schule im einzelnen Unternehmen. Das lehnen wir ab. Eine Schule ist kein Wirtschaftsunternehmen. Hier wird wieder mal versucht, jede Schule gegeneinander auszuspielen. Hier wird wieder versucht, Druck auf die Schulen, auf die Schulleiter und Kollegen auszuüben. Und die CDU stellt weiter in ihrem Antrag fest, dass ausfallender Unterricht besonders zu Lasten benachteiligter Schülerinnen und Schüler geht. Das stimmt, Herr Kaiser hat es gerade noch mal gesagt. Aber das Wissen darum
macht die Situation vor Ort nicht besser für diese Schüler. Wir brauchen endlich einen Sozialindex, der diese Schulen mit ausreichend Ressourcen versorgt. Nur das hilft unseren Schülern. Und einen letzten Satz kann ich mir nicht verkneifen, liebe Kolleginnen von CDU und FDP. Wenn die elektronische Erhebung von Unterrichtsausfall jetzt Ihre Stoßrichtung Richtung digitale Schule sind, dann kann ich da nur müde drüber lachen. Vielen Dank. Applaus